Hallöchen liebe Leute, willkommen wieder zu einem neuen Let's Platin Run hier auf meinem Kanal in Zombie Army Trilogy, wie ihr das selber so sehen könnt. Natürlich das Ganze nicht alleine, sondern ich werde gleich mal einladen. Natürlich wieder mit dem Holger, wie es eigentlich schon bei mir Standard ist, mit Let's Platin Together. Den nehmen wir wieder mit rein und dann legen wir gleich los hier mit Zombie Army Trilogy. Und ja, genau, da ist auch schon, zack, einmal hier einladen. Und hier wahrscheinlich gleich auch irgendwo. Das hier muss ich ein bisschen runter machen. Hey, oi! Hey. Stop it! Hey! Hey! Okay. Stop it! Servus! Moin! Hey! Wird ja auch mal Zeit hier, ne? Ja. Aber hier, von wegen, die Kampagne ist so und so schnell durchspielen, davon stand immer bei den Trophys nix. Nee, hab ich verwechselt mit einem anderen Spiel. Ach, Gott sei es gedankt. Ja, ich mag das nicht, wenn du, genauso wie bei Uncharted, diese Speedrun-Dinger da, diese Trophys, sag ich null. Ja gut, dafür gibt's ja Glitches, ne, bei Uncharted. Brauchst drei Minuten, hast du Speedrun nicht. Fertig. Das mache ich aber nicht. Achso, na dann. Wahrscheinlich hänge ich auch deswegen so derbe dort. Oh. Ah, Lobbyerstellen, okay. Boah, das war geil. Ich habe das Spiel zum ersten Mal gestartet und da hat mir gleich wieder das Spiel gesagt, ey, du hast einen 3D-Fernseher. Stell mal ein, damit du 3D zocken kannst. Hätte ich nicht so Augenschmerzen immer noch zwischendurch, würde ich es machen. Außerdem, das sehe ich sowieso nicht. Ich komme mit diesen 3D-Gelumpen nicht klar. Die Mucke ist geil. Carl Fairburn, OSS-Op Hannah Schulz, Anja Bokareva. Hier, voll einladen. Oh mein Gott. Ich suche es gerade jetzt, wie es geht. Oh. So. Ja. Los, go, go! Schick mir die Einladung. Los! Los! Juhu! Weitreden. Freundbeschuss lasse ich mal lieber auf aus. Oh, ja. Das wäre schlicht. So, Schwierigkeit gleich natürlich hier auf Sniper Elite. Das höchste. Charakter auswählen. Was ist ein Sage? Sage. Was? Chat? Ach so, ja, hast recht. So, ich mach mal feindliche Aufstellung für einen Spieler. Dann geht's nämlich schneller, wenn du nämlich die Gegnermenge nur für so wie du Solo spielen würdest. Ne? Oh, ja, ich guck mir gerade die Charakter durch, die finde ich lustig. Wer macht Captain? Ja, Episode 1 ist auch klar. Das Spiel ist ja dann übrigens hier das getrennt auf, ne? Der Trend zwischen Solo-Play und Core-Play. Also, wenn du es durchgespielt hast. Von den Sternen her. Steht jetzt mal hier das unterschiedlich dran. Kapitel W, genau. Also, ich spiele den Hermann Wolf. Anja Bokareva. Amateur Shop. Marie Chevalier. Resistance Fighter. Marie Chevalier. Ja, ich bin am geilsten wieder, deswegen habe ich den genommen wegen diesem Hermann Wolf. Hannah Schulz. Hannah Schulz. Ja, okay, du musst eh so gesehen mit allen Charakteren spielen. Na, von dem her ist es aus meiner Brust. Ich nehme jetzt einfach mal Hannah Schulz. Wieso muss ich mit allen Charakteren spielen? Weil ich spiele, das so will. Von der Story her oder von der Trophy her? Trophy. Ah, okay. So für ein Spiel. Also am besten hat... für jedes Level einen Charakter oder was? Ja. Alles klar. So, das sieht eigentlich ganz gut aus. Oh ja, vor allem der Freundbeschuss. Ja, da musst du jetzt nur noch auf bereit zum Kampf gehen. Mit Dreieck. Dreieck, okay. Ja, los geht's. Dann bin ich mal gespannt.
Ja, genau, die Gegnertötungen. Achso, ja, was nehmen wir denn jetzt mit? Gewehr 443, lol. Die SVT gibt's hier auch. Deutsche K hat den stärksten Zoom. Die niedrige Mündungsgeschwindigkeit. SVT, halbautomatische Waffe. Den Schuss wie eine hohe Port. Ja, da muss ich jetzt auch mal kurz lesen. Die Hauptwaffe der britischen Einheiten, sie verfügt über 10 Schuss, aber eine geringe Mündungsgeschwindigkeit verlangt einen Ausgang. Nee. So, ich nehme natürlich nur deutsche Waffen mit, ne, so wie sie es gehört für Hannah Schulz. Ja. Ich war noch nicht so weit. Ja, das ist das Spiel, da warst du langsam. What? Ja, sobald das Spiel mit Laden fertig ist, kannst du nichts mehr einstellen. Achso, scheiße. Njam, njam, njam. Das war ich. Ja, was soll ich jetzt gerade sagen? Ach genau, da sieht auch Trophäen hier, von wegen hier töte Skelette, töte Zombies, was ich trenne jetzt so viele Gliedmaßen ab, ne? Habe ich schon gesehen. Genau. Bam! Headshot! Genau, für sowas auch. Und das Dumme ist halt dann in dem Fall, dass es nur zählt für denjenigen, der wirklich den Gegner umbringt. Eieiei. Ei, ei. Okay. Genau. Allerdings die Sammelobjekte. Na, es gibt ja hier jeweils so Blutflaschen und Goldbarren. Wieso? Hä? Was? Warte mal. Ich kann mein Visier gerade nicht. Ah, jetzt. Mein Visier ging gerade nicht mehr. Okay. Ja, genau. Es gibt Blutflaschen und Goldbarren und das ist, was dann selbst für beide. Ich muss hier erstmal ein bisschen klacken. Ja, das mit den Blutflaschen habe ich auch gerade gelesen. Sieht aber lustig aus. Oh ja, ich find's geil. Was? Ja. Warte mal, da stand was von wegen halten. Ja, musst ja auch so viele Leichen plündern. Darf ich da rein? Nö. Oh. Ich wundere es, dass wir jetzt keine Story-Frequenz oder so hatten. Gibt's keine. What the fuck? Hab ich eine Shotgun? Alles klar. Nie alle? What the fuck? Oh. Wo ist denn der Nahkampfangriff? Scheiße! Nein! Wow. Du müsstest mich mal hier wiederbeleben. Ja, ich sehe es, Moment. Hast du schon rausgefunden, wo der Nahkampf ist? Nee. Aber warte. X halten. Alles klar. Okay. Eieiei, aber das Visier ist dann schon sehr genau, oder? Ich hab's wieder raus, ich schieß lieber so. Ohne Visier? Ja, lol. Okay, also R3 ist schon mal nicht Nahkampf. Boah. Alter. R1, um Gegenstand zu verwenden. Ja. Er reizt das Granatensort. Ja, ja. Ach, L1 ist Nahkampf. Ah, cool, ich vertreten. Ja, ja, macht meiner auch. Klingt hier wie so eine Kung-Fu, wie so eine Kung-Fu-Tante bei dir. Ah, hier kann man rein in so ein Häuschen. Stolpermine. Alles klar. Ja, da und natürlich Hui. Jetzt hier die... Der Stern ist das theoretische Missionsziel, ne? Ja. Ja, hier kann man auch noch irgendwo rein. Hallo. Oh. What? Warte mal. Ich habe jetzt was aufgenommen, was ich nicht wollte. Ups. Okay, egal. Ei! Falsche Taste. Schieb mich damit zu. Okay, springen gibt's hier wohl nicht.
du bist natürlich schon wieder weiter. Nee. Da wo du hinläufst, geht's auch weiter. Lol, ich hab nur noch einen Mischel runtergeschossen. Eieiei. Ei, ei. Ich komme hier gerade mit dem Treffen null klar. Ich schätze mal, die Gesundheit wird sich von alleine erholen, ne? Weil ich habe hier gerade so ein hässliches Piepen. Ja. Ah, hier geht's die Decke, okay. Ah ja. Mit Kreis gehst du in die Hocke oder legst dich hin, wenn du lange drückst. Ah, und mit R3 kann ich das mit dem Visier ändern, alles klar. Ja. Sehr schön. Ha. Ah, sprinten ist hier, alles klar. Mit X hüpfst du hier rein. Jo. Hüpp. Juhu. Was ist sprinten? Wenn du hier linken Stick reindrückst. Ah. Okay, nice. Ups. Selber das Gebiet. Ja. Machen wir doch, oder? Ja, welches Gebiet denn? Ach da. So, fire in the hole! Was ist das? So, R1 hast du gesagt. Will ich auch mal. Scheiße, da warst du schneller. Ziel erreicht. Easy. Hey, da bricht von jemand das ab. Jetzt. Gibt's hier noch irgendwas? Au. Bist du gerade ins Feuer gelaufen? Ja, ja. Typisch. Nee, hier kommen ja nirgends hin. Ich finde den Tritt so lustig so. Euer! 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 Wie war das nochmal? Achso, hier. Gut, in Häusern nehme ich da lieber die MP. Habe ich jetzt auch genommen. Wow. Wow. Noch ein bisschen hier muss ich nicht noch zurechtfinden, aber es sieht auf jeden Fall schon mal sehr lustig aus. Oh ja. Wo sind denn die alle? Ich höre sie, aber ich sehe sie nicht. Warum habe ich jetzt meine Shotgun nicht mehr? Keine Muni mehr? Nee, ich habe die Waffen mit aus dem Spiel gewechselt. Bei mir hängt aber auch gerade ein bisschen. Ich lecke hier so zwischendurch durch die Gegend. Okay. Auf jeden Fall so 10 Mal wiederbeleben oder irgendwie sowas hier ist dann auch hier nochmal eine Trophy, ne? Also die haben aber. Meine ich auch. Ne, bei mir leckt das. Oh Mann, was denn das? Okay. So, lass mal hier ins Haus reingucken wieder. Weil wir waren noch nicht oben. Schatz, wenn du am Handy bist, bitte Handy aus. Ja, bei mir leckst du hier gerade so durch die Gegend, das ist ja unnormal. Okay. Ja, du bei mir auch. Bei mir rennst du die ganze Zeit auf der Stelle. Okay, nee, nicht wirklich.
Hä? Trophäenfortschritt, was? Was hast du denn jetzt gerade angesammelt? Ich weiß es nicht. Ich sag, weil ihr leckt das hier rum. Ich dachte, du hast das eingesammelt. Nein. Ich sehe dich auch gerade nicht, muss ich mal dazu sagen. Ich bin ganz oben im Dachgeschoss. Ach, wie kommen wir denn da hoch? Wo warst du? Wo warst du gerade, wo das dran stand? Hier. Ich glaube, hier bin ich drüber gerannt. Über dem Bild oder so. Und was eingesammelt hast du nicht? Also ich habe zumindest nichts gedrückt. Und gesehen hatte ich auch nichts. Oder sehe ich das hier irgendwo? Da ist wieder ein Versteck. Goldbarren 1 von 5. So, wo hast du die Goldbarren jetzt eingesammelt? Ja, das weiß ich nicht. Ich habe den nicht mal gesehen. Aber das kann nur hier bei dem Bild so, also bei dem Bild hier gewesen sein. Weil ich bin hier nur in dem Zimmerchen hier rumgerannt. Allerhöchstens hier bei der Truhe. Also entweder in dem Zimmer, wie gesagt, oder davor. Okay. Ich habe den aber nicht mal gesehen, also keine Ahnung. Ja. Auf jeden Fall haben wir Ja genau, hier gibt's 5 Goldbarren und 4 Flaschen. In dem... der Mission hier. Alles klar. Ich meine, Goldbarren müsste auffallen hier in der tristen Gegend, ne? Mit Gold und so. Eigentlich schon, ja. Aber wie du siehst, mir ist er nicht aufgefallen. Hallo. Oh. Muni. Eher Waffenwechsel. Oh. Munition für Schrotflinte. Ja, ich will ja die Schrotflinte. Aber ich weiß halt nicht, was die Shotgun ist. die Pistole will ich nicht. Hey! Jo, also mir kommen wir los. Alles klar. Ja, ich habe jetzt einen Colt. Ah, Flinte. Oh. Hä? Da hinten. Headshot. Headshot! Shit, daneben. Hui! Bam! Ich fand den nicht mit dem Toten. Ich find das total witzig. Ach, der lebt doch! Erschreckst du mich nochmal so, du Pisser! Oh. Ja. So. What the fuck? Also ich habe gerade eine Trophäe gekriegt. Ich fand den nicht mit Untoten. Nö, ich nicht. Ach, das kommt noch. Warum steht hier immer zu X? Ich drücke X und dann kriege ich es nicht. Muss auch stehen bleiben, wenn sie leicht sind. So schnell ist er nicht beim Bluten. Mach ich ja. Die ganze Zeit. Ach, egal. Witcher. Aber irgendwie mal ein Radar, damit ich dich mal gescheit sehe, habe ich nicht. Wieso? Also wenn ich mich umgucke, sehe ich deinen weißen Punkt, wo du bist. Ja, den habe ich jetzt im Nachhinein auch gesehen, aber ich meine so allgemein so mal ein kleines Radar. Gibt's nicht, weil es gab's damals im Ersten Weltkrieg nicht. Hallo. Okay, das Gastank. Guck mal, da blinkt was rot. Ich seh's. Oh Scheiße, guck mal von hinten. Ich mach die mal hinten. Alles klar. Hui! Ups! Okay, Gastank ist geil. Hä?
Da blinkt noch irgendwas. Ah, ja, zerschießt man die nicht alle, ne? So. Weil da kommt bestimmt gleich noch Gegner, wo wir hin müssen. Ich habe nur einen zerschossen. Kann man hier in das Haus rein? Ja, müssen wir ja. Okay. What the fuck? Das war meine Shotgun. Shotty! Hallo! Whee! Ziel erreicht? Hä? Was halten für Typ 99? Nö, ich bleib bei meiner Shotty. Hier liegt was auf dem Bett. Ah, das ist die Blutviole. Glaube ich. Ja, ich konnte die gerade irgendwie nicht aufheben. Doch nicht. Nee. Granaten vielleicht? Keine Ahnung. Flinte? Nö. Was ist denn das? Hier ist eine Tür rot. Die wollen mich hier nicht reinlassen. Ja. Rein. Ja, und wir sollen ja eh den hier untersuchen. Was? Schädel untersuchen? Ah! Oh, ich hab grad Internetprobleme, warum? Ja, ich merk's. Ich hoffe echt, dass meine Ziege jetzt nicht am Ende die ganze Zeit ist. Überlebe die Belagerung? Welche Belagerung? Keine Ahnung. Ich hab eine Shotty, ich überlebe. Oh oh. Oh oh. Dum, 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 dum. Da vorne. Ja. Horde-Modus gibt's hier ja auch, ne? Weiß ja. Hab ich schon gesehen. Ah, von hinten kommen sie jetzt auch. Juhu! Bling, ich verhandle nicht mit Untoten. Alter, what the fuck? Das gibt, das gibt Zombies wie Granaten da, die explodieren. Boah. Also die Schotti ist richtig geil. Nein! Ja, das war dieser scheiß Selbstmord-Zombie. Bei dem musst du eine Granate auch aus der Hand schießen. Ja. Danke. Bitte. Du trittst den und schuckst den genau in meine Laufbahn rein, dass ich ihn Header verpasst habe. Sehr nice. Mach doch mal irgendwie Laune. Ah, den hab ich nicht gesehen. Oh. Ah, du Spinner. Landmine, Stolpermine, Dynamit. What? Dynamit? Geil. Ziel erreicht, Gott sei Dank. Ruhe. Alter Verwalter. Wieso habe ich 1210 Punkte? Bei mir leckt das gerade. Och Mann. Ja, Münmaus, du bist durch Kass auch abgehackt. Was ist denn das? Ich habe alles aus hier. Oh, hier ist ein Moped. Die Vespa. Nein. Gib mir meine Waffe wieder. Hallo. Da müssen die uns müssen die schon ein bisschen mit mehr kommen hier. Geh ich also einstellen mit dem A4. Okay. Nee. Ah, jetzt kommen wir durch die Tür auch. Aber ich heb hier erstmal was auf. Jawohl, 6 Shotty Muni. Hm? Ach da.
Ja, du musst ja hier auch so 10 Hacker ineinander und so und so. Ja. Blink, Geisel der Zombie-Einheit. Hä, wie geht das? Keine Ahnung. Ich baller nur mit der Schattierung. Okay. Nein! Diese Selbstmord-Zombies, fickt euch doch langsam! Nachbarschaft. Selbstmord-Zombie hinter dir! Hinter dir! Boah! Danke! Oh, jetzt habe ich sie weg. Alter Falter, bin ich jetzt angeschlagen. Krasse Scheiße. Geht gut ab hier. So, ich guck hier mal wieder in dem Haus rum. Ja, das ist theoretisch die Zombie-Menge für einen Spieler. Ja gut, aber dafür, dass es auf den Schwierigkeitsgrad ist, ne? Ja. Also hier in dem Haus hier ist gar nichts. Das ist komplett leer. In dem, wo ich gerade war, auch nicht. Also in dem hier. Ach, wenn du länger Dreieck gedrückt hättest, wechselst du dann auch zu der Pistole. Ah, okay. Jo, die brauche ich aber im Normalfall, sollte nicht. Naja, wenn du auf dem Boden liegst halt, damit du ein bisschen rumballern kannst. Ja gut, da wechselt er automatisch. Ja. Aber ich meine nur, dann da bräuchtest du mal eine Pistole, aber ansonsten. Ne. Ja, also entweder ich habe hier nichts gefunden. Ich auch nicht. Also entweder sind die Dinger ja ewig lang, die Levels, oder wir sind schon alle vorbeigerannt. Oh Moment, Colt. Flinte-Munition, hebe ich auf. Boah, geil. Was ist denn das? Hä? MP, nee. Kontrollpunkt. Webplay? Was ist eine Webplay? Eine Waffe? Ja, eine Pistole. Ich habe mich halt gerade nur gefragt, was das sein soll. Hier liegt Dynamit. Ja, ist bei den Safehäusern normal. Wenn du da draußen geguckt hast, da ist so ein Safehouse-Symbol außen dran. Also die Dressierräume. Ja, ich hab's Gewehr 43, schön deutsch. Und natürlich die hier auch, nee, die MP40. Ja, das muss halt für Hannah Schulz. Ich trau dem nicht. Ah, shit. Da kommt schon wieder die Nebelwand da. Stellung halten. Okay. Ey! Nice. Der Pisser! Ich hab mir den jetzt angeguckt, ich wusste nicht, dass du von mir bist. Oh, das sind die Skelette. Ich gebe euch einen Arschtritt. Oh lol. Das ist easy. Die kannst du alle niedertreten. Achso, ich gehe mal ein bisschen weg von der Nebelwand. Die haben wir nämlich jetzt ganz schön Aua gemacht. Aber hier, kriegt man eine Landmine. Hier lege ich auch mal noch eine hin. Ist das geil mit den Skeletten. Ist das kein Skelett? So. Alter, Alter, ich bin gleich down. Alter, ey, das ist ganz schön böse. Boah. Gott.
So. Danke. Ja, Ding. Granate. Wollte ich auch gerade machen. Das ist geil. Er dreht. Wow. Du musst ja nochmal nachtreten, wenn die am Boden liegen, ne? Die stehen so sie drauf. Ja, ich hab wieder Schotti. Die Trophäe bleibt ja liegen, ne? 50 Mal musst du Gegner hintreten. Ja. Weil ab und zu glaubt es ja rechts auf, ne? Trophäenfortschritt, so und so. What the fuck? Ich Kombo abgebrochen. Weg. Hinter mir! Weg da! Scheiße. Mann, ich hasse die Viecher! Ja, meine bewegt sich nicht so schnell. Ich weiß nicht, ob das an dem Typen liegt. Nee, du, die kommen aus der Erde rausgeschossen, da kannst du gar nichts machen, die explodieren nur. So wie ich das zumindest jetzt gerade gesehen habe, die kommen direkt aus der Erde. Ah nein! Ich muss mich mal ganz kurz ein bisschen verpissen. Die sind durch meine Landmine gelaufen. Und das war nicht so geil, weil ich davor stand. Eieieiei. Ist das übel? Ja. Alter, also jetzt alleine ja schon längst abgekackt. Was, Leiche? Nein, ich will die Leiche durchsuchen. Darf ich bitte? Danke. Eine Landmine. Hä? Ach ja, mit Steuerkreuz kannst du die Granaten und so durchswitchen, ne? Ja. Ach, kannst du da hinten? Ach, da! Meter Kopfschuss. Na, AGB. Und das musst du mit 50 Kilometer machen. Insgesamt, der summiert hoch. Ach so! Ja. Du musst halt nur eine Insgesamt-Distanz irgendwann halt haben, ne? Ach so. Das Gute ist ja, verpassbare Trophäen gibt es da sonst eh keine, weil du hast ja hier Kapitelauswahl. Ja. Ist hier was in dem Haus? Also weiß jetzt nicht, soll man einfach nur die Story hier auf dem harten Schwierigkeitsgrad einfach nur durchlaufen? Oder soll man gleich noch alles hier, die Collectibles auch noch einsammeln, also auch wirklich alles absuchen? Ich weiß nicht. Weil theoretisch hier für... Also, Ja, was da tust. Oh. Was denn? Wieso? Oh. Ja, hier, neues Ziel. Säubere das Gebiet. Skeletti! Ey! Ist das geil? Die umtreten. Oh Mann. Okay, sind nur bei dir. Bleib ja liegen, ich hab die Trophy. Super! Ja gut, die Trophy ist mit einer Schotti ein bisschen schwerer. Ja. Bam! Alter, wie ich den gerade zerfleischt habe. Ah, ich habe keine Granaten mehr, schade. Hab mich gerade gewundert. Lebt er noch? Nee. Na? Ach, da ist noch einer. Hallo. Kicken halt um. Ja, hab doch noch Zeit. Begib dich zum Versteck. Schon wieder. Okay.
Ja, ich schätze mal, die Collectibles sind ja echt, weil die Gegend doch nicht gerade so klein ist, wie ich mir gedacht hatte. Es ist natürlich ja. Scheiße, ne? Na gut, ich habe auch schon gehört, dass die Maps oder die Missionen relativ lang sind für so ein Spiel. Okay. Ich eher gerade das krasse Gegenteil. Da siehst du jetzt, ich war Symbol hier. Der Smiley. Ach, Muni. Sehr schön. Ja, immer eine Kiste. Es ist immer eine für Primärwaffe und eine für Sekundär. Ich will nicht die Luga aufnehmen. Ich. Wo ist meine Schotti? Habe ich echt nur 18 Schotti? Scheiße. Was ist das? Oh, au! Sniper. Was hast denn du jetzt gemacht? Da oben ist der Sniper. Haben. Den haben wir. Ich muss sehen gerade. Oben auf den Dächern war der ist rumgesprungen. Da oben. Genau da. Ach, da oben sehe ich auch mal einen. Moment. Scheiße, den in der Luft hätte ich jetzt gern gehabt. Guck, bestimmt noch einer. Weil in der Luft so einen zu erwischen, ist auch eine Trophy. Ups, ich glaube, ich habe den Gastag erwischt. Verschiedene. Oh. Wow! Ey! Ruhig spawnen. Hä? Nice, nice. Ja, ich brauche auch nicht mehr viel, dann habe ich bleib hier liegen. Also lustig ist das Game allemal. Oh ja. Hat ja auch nur einen geringen Gewaltgrad, also. Ups. Was hast du jetzt schon wieder gemacht? Ich bin in die Kirche gelatscht. Oder was es darstellen soll. Preacher. Da ist die geile Schrotflinte. Preacher. Schotte. Ist das echt eine Schotte? Ja. Bling, ich verteile Arschtritte für Gott. Ja, deswegen Preacher. Geil. Das wusste ich nämlich, dass es eine Trophäe ist, die Waffe aufzuheben. Okay. Ich glaube, hier oben sind welche. Nein, draußen. Ah. Papa. Leck mich am Arsch! Fünfundzwanziger Kombo! Hey. Hui! 26er Kombo. Das ist super witzig. Dum, 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 dum. Er will nochmal, wer hat noch nicht. Ich guck mal nach drin. Ach, da kommen sie. Nein! Kombo abgebrochen. Scheiße. Oh shit, ich bin gleich down. Hahaha.
Ich will ja nur, dass du die Trophy kriegst, weißt du? Ja. Aber irgendwie kann ich gerade nicht so schießen, wie ich will. Oder ich habe einfach nur eine billige Pistole. So. Oh oh. Vorsicht! Oh fuck. Okay. Solange es keiner mehr kommt. Nein! Ey, was ist denn das? Scheiße. Moment. Ich muss mal ganz kurz. Scheiße. Ich sehe nur gerade. Ich hab das gar nicht gecheckt, dass der auf einmal eine Knarre hatte, der Typ. Und nochmal. Also eher bei solchen Mengen nicht vorrennen. Nicht auf dem Schwierigkeitsgrad. Oh hey, nee, muss man erst mal hier. Testen. Pling, gib mir was zum Erschießen. Versuch du mal den nächsten in der Luft zu erwischen, zum Erschießen. Ja, das versuche ich schon die ganze Links Zeit. Links oben. Au. Ah, ich mach mal extra mal nichts. Ja, dann. Nice. Getroffen habe ich ne. Pling. Sehr schön. doch. Gut. Ach ja, praktisch, jetzt kann ich die Preacher aufnehmen. Ausnahmsweise. Vielleicht kannst du dir nachher wieder droppen lassen, kannst du sie haben, wenn du willst. Weil, ja. Ach Quatsch. Aber die ist geil. Nein. Was war denn das? Was trifft mich hier immer zu? Die Typis, weil du nur der Kopf weg ist, hören die noch nicht auf zu laufen. Du musst warten, bis sie umfallen. Die hauen nämlich dennoch noch zu, reflextechnisch. Okay. Deswegen warte ich aber, bis sie da wirklich auf dem Boden liegen, bevor ich da hinlaufe. Schissa. Ja. Oh, falsche Waffe. Nein, 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 nein. So. Was hast du? Ich habe jetzt erstmal die Sniper gewechselt, weil die Enfield ist zwar gut, aber die hat ein scheiß Visier. Also machen wir jetzt mal ein bisschen Deckung hier. Ja, ich könnte ja auch. Warte mal, ich habe hier ja Minen, ne? Einmal. Zweimal. So, Stolpermine habe ich hier auch. Jetzt einfach mal dahin. Pass auf, du kannst übrigens in deine Minen auch selber reinlaufen. Nee, hab ich vorher ausprobiert. Echt? Dann hatte ich echt das Pech, dass meine hochgegangen ist und der Typ hier reingelaufen ist. Böse die Shotgun. Aber jetzt hol ich gleich hier den Obermarker, ne? Den, wo du da vorher hattest. Deswegen bleibe ich jetzt auch gerade erstmal schön geschmeidig hier und gucke, ob ich Muni oder sowas kriege. Na?
Ach ja. Ich finde das Game jetzt schon lustig. Ach, du musst insgesamt 1000 Schaden einstecken. Habe ich gerade gesehen. 1000 Schaden einstecken? Ja, insgesamt über das Spiel verteilt, ohne dass du im Boden liegst. Sahne Trophy, ist so eine Fleischwunde. Heißt das jetzt, ich darf da die ganze Zeit bis dahin nicht umfallen, oder? Nee, nee, du kassierst einfach nur einen Schlag, läufst du weg. Vorsicht! Ich habe hier mal eine Mine hingelegt. Die machen wir nichts. Räumbeschuss ist aus. Ja, ja, aber wenn ein Zombie reinrennt und du stehst daneben, kriegst du trotzdem Schaden. Alter. Oh shit. Ich leg noch eine Mine hier vor der Tür. Nein. Oh shit. Alter! Ey, wie viel hält denn der Fette aus? Einiges, der Sniper-Lite. So, Moment, ich muss hier mal kurz. Andere Waffe. Ich brauche hier ein anderes Schnipper. Ich finde auch keine Granatenmuni oder so. Keine was? Keine Granaten. Find sie auch nicht. Hä? Alter, die Lee Enfield, mit der komme ich nicht klar. Da war die andere, wo ich hatte, besser gerade. Die können ja sogar reden. Ja. Boah, der war cool. Dachte ich mir, dass er wieder aufsteht. Eieieiei. Das wird bestimmt noch richtig geil. Ach. Ja, also, easy. Ja, bis hierhin schon. Jetzt will ich nur mal was testen, ob das vielleicht geht von hier oben. Weil hier oben ist dann übrigens auch Muni und so. Hä? Einfach hier die Treppe hoch. Ah ja, cool. Bling, explosive Persönlichkeit. Hä? Ach, den Rocket Launcher aufgenommen. Ja. Richtig. Hebt den aber auch für den Dicken. Bestimmt... Ja, deswegen ja. Wollte gerade sagen, der ist für den Dicken bestimmt nicht mal so unwichtig. Gut, du machst dann den. Ich gehe runter und sichere unten. Von da aus meine ich. Ich muss nur gucken, ob ich den Dicken auch mal ins Visier kriege hier. Ja, es dauert ja noch. Oh, jetzt kommt er. Also jetzt kommt die Wellen, na. So, hier war die Landmine hin. Plöpp. Sogar extra das Geräusch. Bumm.
Hä? Na, kommt. Kommt, meine Süße. Muss ich vielleicht mit runter? Ah, jetzt. Nee. Hat sich Spieler so überlegt, wie mache ich das jetzt? Wenn du den Ding siehst, musst du mir Bescheid geben. Naja, noch ist er auch nicht da. So, der letzte von hier. Wie du da unten einfach alle niederkriegst. Der weg. So, noch einer. Hä? Ich finde das Spiel jetzt schon echt richtig, richtig geil. Ja, hat was. Also die gibt es halt nach der Welle hier kommen. Okay. Mit eigentlich anderen auch halt. Da, wo ich stehe. Da ist er. Jetzt muss ich mir nur noch in das Visier kriegen. Waffe leer, scheiße. Nein. Gleiche Route. Hier muss es doch. Ja, ich weiß, ich versuche jetzt irgendwie zu dir zu kommen. Ich bin gleich down, glaube ich. Ja, ich sehe das. Ich sehe die Zeit. Jo. Kannst du irgendwie noch kriechen oder so? Gar nichts mehr. Die habe ich ja halt so runtergeklöppelt. Schaff ich nicht, tut mir leid. Hm. Du solltest vielleicht nicht, wenn der Dicke kommt, draußen noch mit rumrennen, sondern mit hoch und auf den Ballern. Und dass wir versuchen, den dann auf der Treppe wegzumetzen. Ja, das können wir mal probieren. Das Problem ist halt, wenn du nur auf den Jesus hast, irgendwie so viele kleine Scheißviecher. Ja klar, ich weiß schon. Na. Boah, die Lee Enfield, ohne Scheiß, die ist eigentlich geil, aber das Visier ist so scheiße. Was war ein Headshot? Hey! Mit der Pistole. Okay, die Pistole ist nicht mal die schlechteste Waffe in dem Spiel. Okay. Bleib liegen.
So. Ruhe ist. Jetzt ist Ruhe, ja. So, gut. Hier nochmal die Landmine schon mal wieder hin. Da auch. So. Du kannst auch mal. Hier, geh du hoch und heb auch mal den Granatwerfer auf. Den Rocket Launcher, damit du gleich die Trophäen noch kriegst. Ja, stimmt. Jo. Da ja, kannst du wieder aufsammeln. Nichts vor der Kiste. Ne, mach du ruhig. Achso. Mach doch. Ja. Ist doch egal. So, okay. Ja klar, musst du jetzt nachladen mit Pisser. Wow. Oh, ist ja eh nur wieder. Okay. Aber jetzt kommt ja eine Welle noch normal und dann kommt er ja, der Dicke. Ja. Ja, du hast gelacht. Geht's doch nicht. Ah! Nein, wo kommt ihr jetzt her? Oh! Fuck. Ruhe. So. Danke. Bitte. Oh. Und das ist das, was ich meinte. Ich bin nämlich gerade durch meine Landmine rein und du standst genau daneben. Also ein bisschen aufpassen musst du nämlich doch schon. Also du kannst doch durch meinen Scheiß sterben. Wo ist der Dicke? Ach, da. Ah, stirb. Denk an, wenn es nicht geht, komm ins Haus. Ach, ich habe ein Problem gerade gehabt. Irgendwie stand bei mir gerade X abbrechen, obwohl ich gar nichts gemacht habe. Okay. Da kommt hoch. Aber dass ich mich halt nicht bewegen kann, ist doof. Wow. Wie hoch war das geht? Ich hab nur noch 20 Sekunden. Ja. Also ich sehe ja, dass der bei dir oben rum tackelt. Jop, reicht, Dicke. Bitte. What the fuck? Wie bist du jetzt hierher gekommen? Andere Seite. Links, rechts, Treppaufgang. Irgendwas stimmt doch hier nicht. Meine Steuerung haut gar nicht hin. Wo ist der? Ach, da. Wenn der in den anderen Eingang reingeht und... Genau! Genau! Ja. Schaffe ich. Scheiße. Aber da ist jetzt echt... Du hast den echt nochmal durch meine beiden Dinger gelockt. Alter, wie viel hält denn das Vieh aus? Einiges ist Boss.
coole Sache. Naja. Okay. Jo. Mann, das gibt's doch nicht. Da müsst ihr definitiv hier das komplette Haus vermieten irgendwie. Also besten Fall glaube ich schon ist alles unten, ne? Ja klar. Der klaut mir die ganzen Kills, damit ich hier das mit den Nachtreden machen kann. Ich glaube gar nichts. Bleib ja liegen. Geh doch. Da ist er. So. Ach, da hinten. So. Ich brauche eine andere Schnipper. Ja, nimm das Gewehr 43. Wo ist denn die? Keine Ahnung. Ich hab die ja dem Missionsstart-Dingens geholt. So, was ich jetzt schon mal mache hier. Einmal hier. Einmal da. Einer muss ja überleben. Keine Ahnung, wie du das schon wieder gemacht hast. Ich auch nicht. Ich habe mir ja Dynamitscheibe geschmissen. Quatsch, Dynamit. Granate. Granate. Meter Kopfschuss. Ja, wenn es so weitergeht, kriege ich hier. Kriegen wir hier die 50 Kilometer oder wie viel locker hin. Hast du deine Mine auch schon reingelegt? Nee, am besten. Sag mal einfach mal, wohin am besten? In die Kirche. Unten ja, irgendwo. Wo? Weiß ich nicht. Okay. Nicht da, wo meine sind. Ja, das ist mir schon klar. Dann mache ich hier eine auf der Treppe. Vor der Treppe. Jo. Und eine vor der anderen Treppe. Also, sprich, wenn du jemanden dahin lockst, nicht daneben stehen bleiben. Oh, ich probier's. Alter, aber Damage kassierst du hier schon ganz gut, ne? Ja. Oh, jetzt muss ich wieder nachladen. Voll den kleinen Händler noch erwischen. Boah. Alter. Oh, er kommt. Alles klar. Na, ich will auf jeden Fall nicht draußen sein dabei. Jetzt habe ich diese Stolpermine endlich mal kapiert. Alles klar. Nein, das ist jetzt Witz.
Alles klar, ich sehe ihn. Wo ist denn der auf welcher Seite? Der kommt rechts hoch. Genau da. Ja, das kam zu spät. Ja, muss halt Ich bin jetzt von links weggerannt, weil ich den da unten gesehen hab. Ja, also halt so machen müssen wir nicht, erstmal runterschleichen, warten bis er wirklich hochkommt, Granate hinschmeißen und dann runter. Ich hätte leider keine Granate mehr. Achso, Aber das ist hier keine andere... Alter, der Sniper hat mich jetzt in diesen Haus getroffen. Ja, pro Sniper. Auf jeden Fall habe ich jetzt mal ein anderes Sniper-Gewehr. Hab ihn. 112 Meter. Das ist echt kacke, der Typ, ey. Macht aber trotzdem Laune. Ja, für den ersten Boss nicht schlecht. Ja gut, was heißt für den ersten Boss? Ich meine, wir spielen ja hier auch gleich von Beginn an, ohne das Spiel zu kennen, auf dem höchsten Grad. Jo, so wie es halt alle machen. Die Pros und so. So, einmal. Zweimal. So, nochmal hier einmal Stolpertrag mal dahin und hier rüber. Ja. Ich mach meine Dings hier von Treppe zu Treppe, würde ich mal sagen, wa? Ja, und ich zieh den hier, dann so, dass ich den so quer ziehen kann, sag ich jetzt mal. So. Wie geht denn das eigentlich? Ich hab jetzt so, ich halt fest. Ja, einfach nur R1 drücken, dann irgendwo hinlaufen, wo du die Schnur spannen willst, und dann wieder R1 drücken. Dann klammert das im Boden rein. Oder eher. Okay, das klappt bei mir Gott. Du musst doch jetzt scheiße. Ja, wieder Richtung, ja. Zum Seil Richtung gucken. Ja, habe ich jetzt mitgekriegt. Geht nichts über Kopfschüsse, 50 von 100. So, nice. Ach ja. Habe ich auch gelegt. Nur wie es Dynamit funktioniert, weiß ich noch nicht. Habe ich noch nicht ausprobiert. Achso, das Ding hast du jetzt, die Panzerfaust, oder? Nö, noch gar nicht. Okay. Also siehst du, ich kann durch deine Schulterfall durchrennen, wie ich will. Da passiert gar nichts. Ja, außer es steht halt daneben gerade ein Zombie da noch. Das könnte sein, ja. Nein! Dieser Selbstmord-Zombie hat gerade die Mine zerstört. Ja. Das Problem hatte ich vorher. Ich hab den ja noch abgeschossen, das Problem ist durch seine Explosion halt. Schon, oder? Komm rein. Boah. Wo ist er? Da. Alter, was war das denn? Kommst du mal? Ich komm. Wo bist du? Ja, unten. Ja, bei dem Selbstmordtypen.
steh auf! Oh Mann. Schön wegbleiben. Ich muss nachladen, scheiße. Alter, füg dich doch. Der läuft genau bei mir hoch. Du Scheiße. Ich weiß. Ich hänge fest. Läuft der noch hoch? Ja. Sehr gut. Danke. Bitte. Okay, ja. Und er läuft gerade wieder runter. Das ist nicht gut. Waffe leer und ich kann nicht mal mitschießen. Scheiße. Also, wir müssen die rauslocken. Ja. Okay, passt. Ich glaube, die hauen. Ich glaube, ich bin gleich ganz down. Weil die hauen weiter auf mich ein. Okay, jetzt haben sie sich komischerweise rumgedreht. Ja. Wo liegst du? Ach, da. Auf der Treppe. So, bitte. Danke. Er kommt bei mir hoch. Ja. Das war's. Ich hab seinen Helm runtergeschossen und dann kam die Granate hinterher. Oh, Alter, leckst mich am Arsch. Oh, nice. Arschlecken. Der Headshot jetzt, das sah so geil aus, wie der Helm runterkam und auf einmal explodierte und fliegt voll gegen die Wand. Sehr geil. Boah. So, jetzt gehen wir weiter. Oh. Moment. Jetzt habe ich mein Baby wieder in der Hand. Ach ja, Moment. Ich wechsle mal wieder die Panzerfaust, die will ich nicht. Gibt's hier noch ein bisschen Muni, die ich haben kann? Moment. Unten sind die Kisten doch. Ja, da ist schon das zweite Symbol drauf. Primär? Ja, ich hab jetzt auch. Hä? Wo siehst denn du Symbole? Hier, auf der Kisten, primär. Die Kugel. Ach, da! Ja, aha. Und hier sekundär. Aha, wusste ich doch. Sicher, das war ein, der ist ja direkt hier. Hä? Oh. Geil. Juhu. Coole Nummer. Tragfahren. Juhu. Ich glaube, das war's. Warum sitzen auf einmal so viele? Hast du jetzt gesehen, da hinten saßen vier Leute drin. Warum haben die uns nicht geholfen? Bling, bloß nicht das Z-Wort sagen. Juhu. Alter. Ja, zurück zur Lobby. Und ich verlasse, aber ich kann alle Spieler in die Lobby zurück. Hä? Ja? Achso, weil wir ja jetzt Charakter wechseln, ne? Unter anderem, ja. Und ich aus meinem Rauchen gehe. Ja, und ich muss eh auf PC, also passt das schon. Moment, der Host hat dich zurück in die Lobby gemacht. Ja, weiß ich. Habe ich ihn erlaubt. So, jetzt gucke ich mal gerade, ob das hier passt. Ja. Also, wenn du jetzt mal guckst bei Kapitel wählen oder sowas, geht's doch bestimmt bei dir auch. Oder? Kapitel wählen. Nee, gerade nicht. Bereit zum Kampf, auswählen und zurück. Ah, okay. Nee, aber es passt, weil jetzt habe ich hier Dorf der Toten, ist jetzt hier höchst abgeschlossener Schwierigkeitsgrad, Sniper Elite 3 Sterne. Das passt. Sehr gut. Jo. Also für das erste Level kann ich schon mal ein Fazit machen. Ich muss noch ein bisschen reinkommen, aber es macht eine Menge Spaß. Wieder einfach erstmal die Köpfe und die Gedärme und alles wegplatzen. Ist schon nice. Ja. Und für den Schnapperpreis, ich meine, jetzt kostet das Spiel ja nicht mehr. Also da kann man echt zuschlagen. Ja. Okay, dann geh du mal rauchen, weil ich muss nämlich ganz dringend aufs Klo. Jo, wunderbar. Dann bis gleich. Bis gleich.